und kommen am Basecamp vorbei. Der Weg führt über den Ostwestfalen-Damm. Schließlich fahren wir durch die schöne Ravensberger Straße. Wir stellen fest, dass der neue Lutherkanal schon kein Wasser führt. Im Café Luther trinken wir erst einmal einen Kaffee. Dann geht es weiter durch die Ravensberger Straße. An der gewaltigen Platanenallee vorbei. Hier wäre es beinahe passiert. Ich konnte mich aber gerade noch so abfangen. Ein Trupp Enten schwimmt auf uns zu, in der Hoffnung, dass es etwas zu futtern gibt. Dem Lutherpad in Heppen angelangt, sehen wir im Hintergrund die Müllverbrennung. Den Herbst sieht man deutlich an dem gefärbten Laub. Vorbei geht der Weg an Schrebergärten. In Baumheide müssen wir die Herforder Straße queren. Und schon sind wir wieder im schönsten Grün von Bielefeld. Bei dieser Ponyherde müssen wir zwanghaft immer anhalten. Das puschelige Mini-Pferdchen
mag die Streicheleinheiten. Es geht weiter Richtung Obersee. Die Heckrinder sehen wir auch wieder einmal, was sonst sehr selten ist, auf dem großen Areal. Und schon durchfahren wir den Viadukt am Obersee. Schon ein gewaltiges und beeindruckendes Bauwerk. Schließlich sind wir am Obersee. Hier haben wir wohl einen Trupp Enten aufgescheucht. Wunderbare Farben sehen wir im Bielefelder Park. Der Himmel ist so blau, einfach beeindruckend. Die alte Eisenbahnbrücke. Eine kaukasische Flügelnuss beeindruckt uns. Einfach unglaublich. Wir sind schlichtweg fasziniert von diesem Baum. In der Barcelona muss es ein Kaffee und ein Kuchen sein. Bei dem schönen Wetter macht es uns sehr viel Spaß, hier zu sitzen. Dann noch eine kleine Besorgung in der Stadt, bevor es auf den Rückweg nach Hause geht. Ein Flugzeug nach Doha, das andere nach Dubai. Immer noch bei schönstem Wetter treffen wir wieder in Steinhagen ein.